Der Jenaer Nahverkehr nutzte die Oktoberferien und begann vor rund 2 Wochen mit der dringend notwendigen Erneuerung zweier Weichen am Gleisdreieck Winzerlaa. Denn die verschlissenen Teile sind an dem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt schon seit 1996 in Betrieb und haben nun das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Außerdem sollen gleichzeitig auch neue Gleise verlegt werden. Die gröbsten Arbeiten der insgesamt 1,1 Millionen Euro teuren Baumaßnahme konnten schon abgeschlossen werden. Wir haben pünktlich am 30. September angefangen mit dem Gleisrückbau. Dann sind die unteren Tragschichten ausgebaut worden und in der Folge dann Drucktests durchgeführt worden für den Untergrund. Und rückwärts natürlich gebaut. Der gleiche Aufbau erfolgt dann jetzt in den nächsten Tagen. Das heißt, die Asphalttragschicht wird aufgetragen, Gleise aufgebaut und dann sozusagen die Asphaltdeckschicht eingebaut am Ende. Durch die Baumaßnahme musste die Rudolstädter Straße auf Höhe des Gleisdreiecks voll gesperrt werden. So kommt es hier zu Einschränkungen und ausgeschilderten Umleitungen für den Verkehr. Davon betroffen sind auch Bus und Bahn, deren geänderte Fahrpläne auf www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr oder in der Main-Jena-App veröffentlicht sind. Die Arbeiten an den Weichen und Gleisen sollen voraussichtlich am 11. November abgeschlossen sein. Dann kann der Verkehr wieder normal fließen.